Na gut, dann ziehen wir uns mal so langsam zurück. Wir haben ja hier oben das platt gemacht, was wir platt machen wollten. Boah, hier geht's zu. Den müssen wir auch noch platt machen, bitte. So, es müsste aber eigentlich reichen, oder? Bingo! 11 Einheiten verloren, feindliche Einheiten 99, 2 Profis haben wir mittlerweile. Einheiten gebaut 60, Einheiten produziert 16, nee Quatsch, Einheiten insgesamt 60, Artefakte hergestellt 3. Jo, läuft, weiter geht's. Missionsbesprechung beginnt. Commander, wir haben gerade einen Raketenabschuss bei diesen Koordinaten geortet. Team Gamma entsendet Truppen, um die Abschussstelle zu untersuchen und weitere Abschüsse zu verhindern. Wir nehmen an, dass Nexus die Kontrolle über diese Einrichtung erlangt hat. Wir können weder feststellen, ob die Rakete atomar bestückt ist, noch was ihr Ziel ist. Wir raten zur Vorbereitung der Evakuierung ihrer Basis. Um ihre Basis herum wurden feindliche Luftabwehrstellungen eingerichtet. Diese müssen ausgeschaltet werden, wenn sie fliehen wollen. Fliegen Sie mit den Transportern zur Landezone und zerstören Sie die Luftabwehrstellungen über den Landweg. Missionstimer aktiviert. Okay. Sind jetzt wenigstens Heile hier? Nee, die kaputt sind, sind kaputt. Hatte ich ja auch so. Hier hatte ich ja auch so einen Reparaturkran gehabt. Ich kann ja einfach mal sagen, der kaputt ist, wird repariert. Ist das hier eine Reparatureinrichtung? Na gut, wir fangen erstmal wieder an, indem wir mit der Produktion starten. Die Haubitze nehmen wir mit. Luftabwehr, ja komm, Ripple-Raketen. Gab es eigentlich jetzt irgendwas Neues? Pepperpot, oh, das klingt Tankkiller, klingt auch spannend. Ein Pepperpot und den Tankkiller haben wir da noch. Dann bauen wir gleich mal Pepperpot. Das klingt. Was hat denn der für eine Wertung? Ja, der sieht eigentlich. Der sieht nett aus. Bauen wir gleich mal so. Werden die jetzt hier repariert oder eher nicht? Oder wie ist das jetzt? Wir machen einfach so hier die. Wir nehmen hier wieder. Wir nehmen diesmal bloß 2 mit von denen. Die ersten paar, die reinfahren, sind dann halt dabei. Darauf kann ich bloß hoffen, dass vielleicht die Nachschubzeiten nicht so. Grundlagenforschung abgeschlossen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Nicht ganz so lang. Ach, Moment. Speichern. Boah, wo fangen wir jetzt am besten an? Hier mit Überschreiben. Ah, ich mach einmal hier weiter. 36. So, dann würde ich sagen, Abflug. Und dann bin ich mal gespannt, was jetzt hier passiert. Dann kommen wir wahrscheinlich ins Gamma-Level, wenn wir das hier geschafft haben. Pepperpot, das klingt interessant. So, hier ist gerade eine Flugabwehrstellung. Oh, jetzt bin ich gerade ans Mikro gekommen mit dem Finger. Tut mir leid, wenn es da jetzt irgendwie. Weiß nicht, das hier doch hier kein. Der Text. Verstärkungen sind verfügbar. Oha, 3 Minuten. Das Baufahrzeug will ich eigentlich nicht mitnehmen.
Das ist natürlich auch gewagt, wenn man erstmal die kaputten Fahrzeuge vor Ort am Kampfort repariert. Konstruktion abgeschlossen. Und natürlich wieder so ein bisschen rudimentäre Pepperpot-Grube, die bauen wir jetzt mal. So, der kommt da jetzt nicht hin mit seinem Baufahrzeug. Muss da außen rumfahren wahrscheinlich. Das Reparieren geht schön schnell, ne? Also da kann man nicht meckern. Warte ich jetzt noch einmal, bis ich einmal Verstärkung bekommen habe? Ich glaube, das sollte ich vielleicht machen. Vielleicht sollte ich hier mal so einen Dingspanzer opfern. Konstruktion abgeschlossen. Landezone nicht sicher. Gebäude wird angegriffen. Oh, da gibt's Luftabwehr. Landezone sicher. Gut, das zu wissen. Dann bauen wir wieder hier unseren Whirlwind. Ist jetzt irgendwas dabei kaputt gegangen? Anscheinend nicht. Oh, was kommt denn die jetzt an, um den Tankkiller? Oh. Der Tankkiller scheint ja wirklich interessant zu sein. Jetzt können wir natürlich erstmal wieder nichts bauen. Ach, das ist jetzt doof. Muss ich dann wirklich nochmal ich opfere den mal, weil ich mal wissen will, was hier rechts ist. Muss ich ja wirklich dann nochmal ein Baufahrzeug mitnehmen. Landezone nicht sicher. Einheit wird angegriffen. Landezone sicher. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. So sehen die Stellungen also aus. Na gut, das sollte... sollte prinzipiell machbar sein. Ein bisschen Platz machen. Verstärkungen sind eingetroffen. Halt, ihr bleibt hier. Ihr fährt erstmal in die Werkstatt. So, dann liefern wir nochmal nach. Ich habe nochmal ein Baufahrzeug mit. Hey, was macht denn ihr dort mit eurem... So, da können wir eigentlich jetzt schon mal die erste vielleicht ausnehmen. Vorsichtig. So schwer sieht das ja jetzt hier nicht aus. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil es kann ja sonst noch was kommen, aber irgendwie das erste Ding hier auszunehmen, das war ja... So, zurück, alle zurück, alle zurück. Werkstatt. Wer repariert werden muss, wird repariert. Thank you.
Weil das nämlich auf Dauer Material schont, wenn man so vorgeht. Na gut, jetzt sind die wieder heile. Warte ich jetzt noch die Verstärkung ab? Ich würde sagen, ja, dann haben wir mehr Einheiten. Hier ist schon so ein Pepperpot unterwegs, oder? Ja, ne, ist das einer? Ja. Wie sieht denn der aus, wenn der schießt? Ach, der schießt dann dreimal hintereinander, okay. Das ist natürlich nicht verkehrt. Die andere Basis ist dann bestimmt hier oben drin. Aber hat aber vier Basen und dann anderthalb Minuten, anderthalb Stunden Zeit. Hier ist doch irgendwas, was da nicht passt, hä? So vom Zeitmanagement her. So, ich könnte wieder neue bauen. Was hat denn jetzt gerade rumgemeckert? Ach so, weil er dort wieder nie hinkommt. So, dann mach doch mal Platz für den Kollegen. So, da fahren wir jetzt mal hier rüber. Mich nervt das jetzt, dass immer von dort Leute kommen. Ach so, nee, Quatsch, das ist bloß ein Auto gewesen. Jetzt hier. Kommen sie doch an. Ich kipp die Perspektive wieder ein bisschen. So. Paar Häuser mit drauf. Das sind natürlich Kollateralschäden, leider. Feindliche Basis entdeckt. Ach, hier drüben.